Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde vom Bäckereisimulator. Ja, meine Damen und Herren, am heutigen Tag gibt's hier, wie heißt das Lied nochmal? In der Weihnachtsbäckerei, den gibt's so manche Leckerei. Kennt jemand das Lied? Okay, alles klar. Sehr guter Start in die heutige Folge. Willkommen zu Bäckereisimulator Lernprogramm. Ihr erster Kunde wird kommen. Okay, verwenden Sie die Computer. Ja, wir müssen jetzt erstmal... Ah, hier ist... das sieht aber richtig modern aus bei uns, ne? Hallo? Hallo, bist du's? Ich glaube, es ist Alu, Leute. So, an Computer ran. Okay, wir brauchen einmal einen Ofen. Einen Ofen, ja. Und was war das andere? Und einen Teigmacher. Was auch immer ein Teigmacher ist, ja, kaufe ich auch. Da, perfekt jetzt hier. Dann brauchen wir Mehl, Öl und Hefe. Okay. Ingredients. Mehl, Öl und Hefe. Verwenden Sie den Auftragsmonitor, um Baguette zu bestellen. Stangenbrot. Oh, Bananenbrot ist auch geil. Brötchen, was? Das ist doch ein Donut. Krapfen. Sag mal, wo ist denn hier ein Baguette? Stangenbrot? Genau, wer kennt's nicht? Ja, oder italienisches? Nee, Stangenbrot. Gott sei Dank, bin ich schlau. Alu kocht! Hallo, Alu! Ich warte jetzt mal. Kundenbestellung ist noch nichts. Ah, guck mal, hier kann ich das verpacken. Also, ich muss sagen, bis da du über... Überrasch mir. Hallo, du sitzt ja schon wieder. Das Baguette. Wenn ich, neben die Registrierkasse. Ich pack das doch hier hin. So. Sie können keine Tabletts verpacken. Stangenbrot. So. Was denn? Sie können keine Tabletts verpacken. Jetzt stelle ich das da hin. Packe ich das hier hin. Ja! Es wurde verpackt. Meine Aufgaben sind weg. Warte mal, ich will jetzt ja das Baguette rausnehmen. Guten Tag, Sir. Ah, Sie wollen ein Stangenbrot. Oh. Ja. Als ob. Junge, das hat funktioniert. Wir haben hier locker... Ich musste das so einscannen, weil ich habe so einen Kassenscanner. Ey, ich muss sagen, dieser Bäckereisimulator, der überrascht mich. Hallo, wir haben Stangenbrot verkauft. Muss ich denn jetzt schon was vorrätig haben? Gucken Sie hier. Mein Stangenbrot. Oh, guten Tag, Sir. Was kann ich für Sie tun? Ah, Sie wollen einmal ein italienisches Brot. Hallo, Webernos, italienisches Brot. Gut, ja, okay. Ich kaufe noch mal ein bisschen ein. Ingredients. Ah, die sind aber zu teuer. Guten Tag, kann ich ansonsten noch etwas für Sie tun? Was? Wir haben nur noch 15 Sekunden. Hallo, beeil dich. Wo soll ich denn 15 Sekunden? Ich habe nur italienisches Stangenbrot. Hallo. 5, 4, ja. Oh, da ist es, ist jetzt fertig. Warten Sie. Nein. Wow. Dankeschön. Hallo, du warst zu langsam. Mini-Paluten, jetzt sag doch auch mal was. Digga Balle, du hast einfach gar nichts gemacht. Ich bin schuld? Wow. Hier, müssen wir das irgendwie auf Lager haben? Weil sonst, also schaffen wir es sonst nicht früh genug. Also nicht schnell genug. Weil ich muss das ja auch noch verpacken. Ich verpacke jetzt hier einmal. Wartet. Ich verstehe immer noch nicht ganz. Ah, guten Tag. Italienisches Brot. Ja, bitte sehr, Sir. Ich packe Ihnen das einmal ein. Zack. Hier, einem einscannen. Bip. Jawohl. Tschüss, empfehlen Sie mich weiter. Aber das hat mir nur 3 gebracht. Ist jetzt nicht so, als werde ich jetzt mit meinem wunderbaren Baguette, werde ich jetzt hier nicht so reich. Hallo, ich weiß nicht, wie ich dein Gehalt bezahlen soll, wenn ich ehrlich sein soll. Also Leute, damit Alu seinen Job behält, holt euch einen kleinen Mini-Paluten auf paluten.shop. Ansonsten... Oh, Graubrot! Alu, Graubrot! Schnell! Grau, grau, Wurstbrot... Wurstbrot? Grau, 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 grau. Ich hab kein Graubrot! Graubrot, da. Alu, schnell! Wir haben nur noch 20 Sekunden, Alu! Ja, kann ich sie ansonsten noch? If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it, if you're really happy, clap, clap your hands. How could this happen to me? Ja, Alu, jetzt... Ich weiß auch nicht, was ich da machen soll, Alu. So, warte mal, ich pack das hier auch nochmal hin. Ey, ich mach jetzt einfach... So, Stangenbrot haben wir noch. Italienisches Brot, italienisches Leibbrot kommt jetzt noch dazu. So, ich brauche das einmal, Alu. Wir kommen den Kunden zuvor. Und notfalls müssen die halt altes Brot kaufen. Guten Tag, Sir. Kann ich Sie für Graubrot? Das ist ja ein Zufall. So, verpacke ich ihn natürlich. Denn bei Paletto's Super Bakery, da gibt es natürlich nur die feinsten Sachen. Bip, bip. Oh, 7 hat das jetzt gebracht. Oh ja, ist wieder was Schönes fertig. Ui, das sind Leckereien, die es hier bei uns gibt.
Das Ding ist auch, ich weiß nicht immer mehr genau, was alles ist. Das ist das... Achso, das steht da auch. Italienisches Brot, italienisches Leibbrot. Ja, dann mache ich jetzt nochmal französisches Brot. Oh, ein Kekskuchen, Alter. Ich mache den einfach für mich selbst. Was? Dafür habe ich nicht die erforderliche Ausrüstung. Aber für Französisch... Oh, guten Tag, Sir. Italienisches Brot. Ja, das habe ich direkt für Sie. Warten Sie. So, eingepackt. Bitte sehr. Und dann wird das einmal gescannt. Piep, piep. Jawoll. Geht ja ab. If you're happy, and you know, clap your hands. If you're happy, and you know, clap your hands. If you're happy, and you know, and you really want to show it. If you... Schon ganz geil. So, warte mal, was war jetzt ausverkauft? Das italienische, einfach das italienische Brot. Da haben wir alles vorrätig, Leute. Das läuft jetzt, der Rubel. Guten Tag, Sir. Ah, Sie wollen das italienische Brot. Das wird gerade gemacht. Hallo. Hallo, jetzt ist wirklich schlecht. Oh, ah, das schaffen wir. Ich bleibe hier direkt stehen. Teleportiert sich Arlo oder läuft er? Arlo, bitte. Bitte, der Kunde, der wartet. If you really and you're happy, clap your hands. Hallo, bitte. Bitte, der Kunde. Ja. Hallo, teleportiert. Bam. F. Rauflegen. Rauflegen. Verpacken. Nehmen. Oh, ich weiß nicht, wie viele Sekunden das war, aber das muss Weltrekord gewesen sein. Wie schnell ich da auf Zack war. Ei, 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 ei. Bist du stolz auf mich, Mini-Paluten? Immer. Du Dummkopf. Ich gebe mein Bestes. Ich weiß nicht, ob ich der geborene Bäcker bin. Ich bin mehr besser in Scheiße labern, ne? Ja, und singen kannst du auch nicht. If you're really happy, don't clap your hands. Kann ich hier rüberspringen und flüchten? Ne, ich kann mich hier aber hinsetzen. Warum soll ich... Oh, guten Tag, Sir. Ah, italienisches Brot ist ja unfassbar beliebt. So, warten Sie. Zack. Kriege ich mehr Geld, wenn ich es unfassbar schnell... Oh, das war aber knapp. Warum war denn der so kurz angeleint? Ja, ich mache dann nochmal direkt italienisches Brot. Also, viele Italiener scheinbar hier. La Dolce Vita. Palette zahlt mit der Visa. Alter, ich bin so ein krasser Sänger und Rapper und Songwriter. Oh, Sir, Sie habe ich doch heute hier schon mal gesehen. Ah, Sie wollen einen sehr, sehr... Oh, warten Sie, warten Sie. Ein leckeres Stangenbrot. Das können Sie gerne haben. Hier einmal Stangi. Bitte. Oh, wer jetzt hier einmal geschrieben? Oh ja, alles wunderbar. Das war tatsächlich German Let's Play. So, dann haben wir jetzt hier... Oh, warten Sie. Da haben wir wieder unser italienisches Brot. Das wird noch mit Liebe gemacht. Arlo macht das auch manchmal mit den Füßen, ne? Arlo? Der knirscht den Teig mit seinen ekelhaften Drecksfüßen. Oh, guten Tag. Ah, italienisches Leibbrot. Klar, einmal hier, bitte für Sie. Frisch verpackt. Genießen Sie es. Stinkt und schmeckt nach Füße. Wir haben jetzt schon 161. Also ich muss sagen, unser erster Tag bei Paletto Super Bäckerei. Wie würde ich meine Bäckerei nennen? Auf jeden Fall nicht Atomic Bakery. Palettos frische Früchtchen. Palettos frische Brötchen. Palettos... Ich weiß es nicht. Falls ihr einen geilen Namen habt, schreibt ihn in die Kommentare. Danke. Ah, guten Tag, Sir. Da wollte ich gerade etwas trinken, aber Sie wollen wohl ein italienisches... jetzt ist Leibbrotzeit, habe ich das Gefühl. So, ich packe das hier auf meine patentierte... Ja, hier, bitte sehr. Einmal Leibbrot. Hallo, wir brauchen neues Leibbrot. Leibbrot einmal. Danke, hallo. Kann ich hier im Internet surfen? Finanzen. Kosten? Ja, sieht bis dato nicht so gut aus. Wir haben 41 verdient und 400 ausgegeben, circa. Das sieht nicht gut aus, Arlo. Wir sollten neben unseren leckeren Brötchen auch noch kleine Mini-Palutens verkaufen. Mit Autogrammkarte. Wollen Sie auch einen Mini-Paluten? Nicht? Warum denn nicht, bitte? Das Haus zahlt sich doch nicht von alleine, Arlo. Achso, du bist gar nicht Arlo. Siehst ein bisschen aus wie Arlo. Wann habe ich eigentlich Feierabend? Ah, nee, ist ja gerade mal 15 Uhr. Eieiei. So, wir haben jetzt hier nur noch ein italienisches Brot. Aber ich weiß halt auch nicht, wann heute Feierabend ist. Arlo, wann haben wir frei? Arlo? Hm. Ja, Arlo hat krassen Trizeps, ne? Dich habe ich doch heute hier schon mal gesehen. Oder nicht? Der liebt scheinbar unser. Der liebt Palettes, geile Brötchen. Und Brot. Hä? Order didn't. Oh, scheiße, italienisches Leibbrot. Oh, scheiße. Ich geb dir... Hier, warte. Oh, als ob. Ach, guck mal, das habe ich jetzt aber schon super... Okay, hier drin ist italienisches Brot. Ach, wann habe ich denn endlich Feierabend? Hat niemand gesehen, dass ich gekleckert habe, oder? Nee, hier ist es... dieser Knödel. Ja, es tut mir leid, Leute. Es ist auch mittlerweile, habe ich das Gefühl, dass dieses Ding schon selber lebt. Ist wie so ein guter Freund, weißt du? Ich nenne dich... Oh, hallo.
Graubrot? Ja, klar. Wie wollen wir... Ich nenne dich Curly. Irgendwann verkaufe ich Kopfhörer, die einfach nur so richtig aufgerollt sind, wenn sie rauskommen. Wann ist endlich Feierabend? Ich will Feierabendhilfe. Vor allem, ich bin ja auch einfach eingesperrt. Na, oh, nee. Spiel speichern und Tag überspringen. Nee, hä? Das ist ja mein erster Arbeitstag. Ich kann jetzt ja noch nicht blau machen. Vor allem nicht vor Alo. Der lacht mich aus. Ja, Sir, Sie wollen einmal ein Stangenbrot. Das ist natürlich klar. Das mache ich für Sie. Haben Sie das gehört? Da hat irgendjemand gerülpst. Ich weiß aber nicht, wer das war. Das muss ein... Also, hat keine Manieren, der Typ. Guten Tag. Stangenbrot. Oh, Leute. Wollen Sie nicht ein bisschen mehr Stangenbrot? Das würde ich nochmal wesentlich besser finden. Wenn ich dem so 20 Stangenbrot verkaufen könnte. So. Tschüss. Empfehlen Sie Palettos... Bakery weiter. El Brotto. Oh, El Brotto ist ganz gut. Ah, heute wieder schön eingekauft bei El Brotto. Finde ich gut. El Brotto. So, mal gucken. Ey, 20 Uhr mache ich Feierabend. Wenn um 20 Uhr keiner kommt, dann ist hier aber auch Feierabend. Was ist das denn? Geben Sie ein Video. Ach, als ob, da könnte ich wieder so Videos drauf gucken. Oh, scheiße. Graubrot. Oh, wir haben noch... Als ob. Hier werden jetzt nochmal die Euros umgesetzt. Und damit kommt bitte... Jawohl, knacken wir die 200 Dollar. So, jetzt ist aber auch Schluss, ne? Wahrscheinlich kann ich so lange arbeiten, wie ich möchte, ne? Aber ey, so ein Bäcker macht doch um 22 Uhr zu. Um 20 Uhr. Leute, ich mache jetzt zu. Warten Sie, bis der Kunde? Was für ein Kunde? Oh, Mann! Italienisches Leibbrot? Italienisch, ja, ich habe kein italienisches Leibbrot mehr. Bitte gehen Sie. Verlassen Sie? Hallo? Verlassen Sie bitte meinen Laden. Ich muss jetzt noch 30 Sekunden warten, weil Sie nicht gehen wollen. Ich habe nichts. Hallo? Ich habe nichts. Ja. Was willst du jetzt? Hey, ich hab nichts. Wer als erstes blinzelt. Verdammt, verloren. Ja, tschüss. So, ganz ehrlich, irgendwann muss auch mal Schluss sein. So. Hallo? Licht ist aus jetzt. Ist jetzt, wir gehen jetzt beide nach Hause. Was? Warum denn? Nach Hause gehen und diesen Tag überspringen? Nein, ich will nichts überspringen. Und 20 wird mir abgezogen. Hallo, du kostest 20 am Tag. Ich werd hier einfach nur ausgenommen. Ja, mal gucken. Ein neuer Tag beginnt um 7 Uhr morgens. Ja, wunderbar. Hallo? Hallo, ist auch noch da. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's mit einer kleinen Runde vom Bäcker-Simulator. Wenn es euch gefallen hat, ihr vielleicht Lust auf mehr habt, lasst gerne ein Like da, schreibt auch mal in die Kommentare. Schaut auch gerne bei paluten.shop vorbei. Da gibt es die Palutenbücher und auch Mini-Paluten. Vielen Dank fürs Zusehen. Hier ist jetzt auch noch der Team-Paluten-Kanal sowie weitere Videos. Haut rein. Tschüss.